Geduldig und in einer langen Schlange warten die Patienten, bis sie an der Reihe sind. Die Johanniter haben an diesem Tag ihre Behelfspraxis in einer Schule in der Stadt Ormoc eingerichtet. Jeder Patient wird befragt und registriert, bevor ihn Dr. Schüle untersucht. Die Ergebnisse geben die Johanniter an die örtliche Gesundheitsbehörde weiter. Die meisten Krankheiten, die wir hier behandeln, sind Erkältung, die durch den Taifun oder nach dem Taifun bedingt, die dadurch, dass die Leute keine Unterkünfte mehr haben. Infizierte Wunden sind auch noch, aber das ist eigentlich zum großen Teil abgeschlossen. Aber sehr viel Erkältung durch diese Wohnungslosigkeit. Bedingungen, bei denen Verletzungen schlecht heilen. Dieses junge Mädchen hat eine tiefe Schnittwunde am Bein. Dr. Schüle reinigt sie und legt einen frischen Verband an. Die Menschen sind dankbar für die Hilfe. Es ist gut, dass die Johanniter da sind, erzählt der Ortsvorsteher. Der Taifun hat uns schwer getroffen. Viele Menschen brauchen ärztliche Hilfe. Alleine schaffen wir das im Moment nicht. Lokale Krankenschwestern unterstützen das Team von den Johannitern. Sie sind vor allem bei Sprachproblemen eine große Hilfe. Über 130 Patienten haben Dr. Schüle und sein Team allein an diesem Tag versorgt. Und die Arbeit geht weiter, denn die Menschen im Katastrophengebiet brauchen weiter dringend Hilfe.